Ja, wunderbar. Dankeschön für die nette Einladung und Einleitung, liebe Monika. Und ich finde es gut, dass es bei uns an der Fachhochschule St. Pölten diesen Ausschuss gibt. Und ich freue mich, dass ich Teil dieses Ausschusses des Kollegiums sein darf und hier mitwirken darf. Das, was jetzt noch nicht ganz hundertprozentig passt, ist, dass ich die Monika groß sehe. Also nicht, dass ich die Monika nicht gerne groß sehe. warte mal. Mal schauen. Spotlight-Video, genau. So. Okay. Warum sollten wir uns in der Lehre überhaupt mit diesem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen? Warum sollte man das eigentlich tun? Und die Antwort darauf ist relativ simpel. Es gibt prinzipiell die First Mission, das ist Lehre, die Second Mission, das ist Forschung, und es gibt die Third Mission. Third Mission bedeutet, dass wir als Hochschulen dafür verantwortlich sind, da wir ja mit öffentlichen Geldern schwerpunktmäßig arbeiten, Verantwortung für gesellschaftliche Prozesse und Entwicklungen mit zu übernehmen. Das heißt, dass alles, was bei uns in der Hochschule passiert, immer auch eine Außenorientierung haben muss auf das, was in der Gesellschaft gerade an relevanten Entwicklungen, Trends, Herausforderungen sich abbildet. Und da redet ja, sagt er, die Vereinten Nationen und UNESCO und diese internationalen Vereinigungen sagen das ganz klar. Hochschule zu entwickeln, weiterzuentwickeln, Hochschule zu betreiben, bedeutet auch Verantwortung zu übernehmen für gesellschaftliche Prozesse. Und das heißt nicht nur, dass man sagt, okay, ich mache mal einmal einen Tag der Nachhaltigkeit, also so super dieser Tag der Nachhaltigkeit heute ist, sondern dass es festgeschrieben ist in die Ausrichtung, sozusagen in die Gene einer Hochschule. Also das heißt, dass im Prinzip alles, was dort passiert, immer wieder sich die Frage stellen muss, was hat das mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun und wie können verschiedene Stakeholder an der Hochschule in einem intensiven Dialog mit gesellschaftlichen Gruppen treten, um herauszufinden, welche Themen bewegen Menschen außerhalb der Hochschule, welche Herausforderungen werden da erlebt, was können wir an der Hochschule machen in verschiedensten Forschungsprojekten, Lehrveranstaltungen, was können wir machen, um da weiterzukommen, um den Sustainable Development Goals wirklich dazu zu verhelfen, dass sie mehr sind als wunderschön formulierte Ziele. Dazu werde ich jetzt gleich meinen Bildschirm freigeben. Genau. Genau, weil all das, was wir heute hier in diesem Workshop auch behandeln, bezieht sich auf die Sustainable Development Goals, die ja leidlich bekannt sind. Die haben leider schon eine lange Geschichte. Weil ich kann mich noch gut erinnern, wie ich angefangen habe zu studieren, und das ist schon lange her. Also ja, ich bin schon plus 50, habe ich ein Buch gelesen, das hat geheißen Global Warming. Also das war so Anfang der 90er Jahre, und da ist im Grundprinzip alles das drinnen gestanden, womit wir uns heute auch beschäftigen. Und da ist es in diesem Fall um das Thema Klimaschutz gegangen. Und Klimaschutz hat aber Relevanz und hat Bezüge zu allen gesellschaftlichen Themen, die hier in den Sustainable Development Goals abgebildet sind, die sich entwickelt haben aus verschiedenen Bemühungen der Vereinten Nationen, wo es eben darum gegangen ist, ja, was heißt das jetzt, wenn wir auf die Entwicklungen in unserer Gesellschaft schauen, was können wir da weiterentwickeln, was ist hier notwendig? Also das heißt, diese Sustainable Development Goals zeigen, in welche Richtung eben Third Mission an einer Hochschule gehen kann. Und was hier ganz deutlich wird, ist,
dass alle Lebensfelder, alle Berufsfelder betroffen sind. Also dass es keinen einzigen Bereich gibt, wo man sagen kann, naja, meine Lehrveranstaltung oder meine Materialien, meine Methoden, die ich für diese Lehrveranstaltung entwickle, gemeinsam mit den Studierenden weiterentwickle, ja, da gibt es halt Sachen, wo ich sagen kann, okay, das hat jetzt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, weil wenn man sich jetzt diese 17 Ziele anschaut, dann gibt es immer einen Bezug, den ich da herstellen kann und aus meiner Überzeugung auch muss, eben weil wir als Lehrende an einer Hochschule uns diese Third Mission immer wieder vor Augen führen müssen, dass das einfach unsere Hauptantriebsfeder ist. Jetzt ist die Frage, wo setze ich da besonders stark an? Und mein Ansatz, den ich hier in diesem Workshop vorantreiben möchte, ist das Thema der Kompetenzorientierung. Und da geht es eben so um den Punkt, ich definiere Kompetenzorientierung so, ausgehend auch von der Literatur, eine Person entscheidet sich für eine Ausbildung. Das heißt, sie kommt aus einem bestimmten Umfeld, das sozial geprägt ist, wirtschaftlich geprägt ist, politisch geprägt ist, das geprägt ist vielleicht durch Familienaufträge, die ausgesprochen sind, die unausgesprochen sind, die vermutet sind. Diese Person kommt in eine bestimmte Ausbildung und hat bestimmte Ziele vor Augen, vielleicht einen bestimmten Beruf, vielleicht auch eine persönliche Weiterentwicklung. Und das bedeutet, dass sie im Rahmen dieser Ausbildung wahrnimmt, ich starte von einem bestimmten Punkt in meinem Leben, wo ich bestimmte Kompetenzen schon habe und durch diese Ausbildung werde ich diese Kompetenzen weiterentwickeln und Lehre ist hoffentlich so ausgerichtet, dass Personen dabei unterstützt werden, ihre eigenen Kompetenzen überhaupt wahrzunehmen, auszubauen, weiterzuentwickeln. Und eben ein Punkt ist, was kann ich, was muss ich dazu tun in meinem Leben, in meinen persönlichen Umfeldern? Das sind sowohl berufliche Felder als auch private Felder, als auch jetzt die Verantwortung, die ich habe, weil ich eben in einem bestimmten Kretzel, in einem bestimmten Quartier lebe, wie ich zum Beispiel in Pichling in Linz. Was kann und soll und muss ich da tun, damit Sustainable Development Goals mehr sind als 17 wirklich wunderbar formulierte Ziele mit Subzielen und Subzielen und alles Möglichen, sondern was kann ich machen? Also die Frage dabei ist, wie kann ich auch selbstwirksam mich erleben und selbstwirksam handeln? Und eben wie kann ich Dinge, die ich in meinem Studium lerne, erfahre, wie kann ich die in diese Alltage weiterentwickeln? Also das ist so meine Definition von kompetenzorientiert, eben ausgehend von der Literatur, die es dazu haufenweise gibt. So, und nachdem wir ja hier in einem Workshop sind, wird hier auch gemeinsam gearbeitet und gewerkt. Und was ich fragen möchte, sind, was sind denn Kompetenzen, die du in Bezug auf diese Sustainable Development Goals erlebst? Ich möchte nochmal ein paar Folien zurückgehen bei mir und nochmal diese Folien, diese Goals, diese Ziele einblenden und jetzt dich dazu einladen. Du brauchst jetzt ein Blatt Papier und einen Stift. Bitte alle, die hier in unserem wunderschönen Workshop beieinander sind, organisiert euch ein Blatt Papier und Stifte. Ich gebe ein paar Momente Zeit, damit das jeder und jede tun kann. Und wir werden dann natürlich dann Dinge, die wir dort visualisieren, einander sichtbar machen. Ja, ich darf vielleicht die Suchzeit nützen, auch noch ein paar technische Hinweise zu geben. Es ist in diesem Zoom-Webinar der Chat ausgestaltet. Fragen können die F&Qs gestellt werden. Die werden dann vom Moderationsteam an mich bzw. den Christian Freisleben übermittelt, so dass wir damit weiterarbeiten können. Und ich nehme an, alle haben das bei der Anmeldung gelesen. Es wird das gestreamt in YouTube und
Man sieht das, weil im linken oberen Eck so ein rotes Lichtlein blinkt, solange diese Funktion aktiv ist. Das heißt, wenn das für Sie nicht passt, müssten Sie aussteigen, aber Sie kommen sowieso nicht ins Bild. Wir bestreiten sozusagen den Bildschirm. Dann überlasse ich den Bildschirm wieder dem Christian. Danke dir. Die Frage, mit der wir jetzt arbeiten, ist, wenn du auf deine, also ich erlaube mir hier das Berufsdu zu verwenden, wie in all meinen Workshops, wenn du auf die letzte Woche, die letzten 14 Tage denkst und an Dinge denkst, die du dort getan oder gelassen hast, welche Kompetenzen hast du an dir selber zu einzelnen Sustainable Development Goals, die du hier siehst, entdeckt, gelebt? Also in welchen Momenten deines Lebens hast du schon etwas getan, wo du denkst, oh, da habe ich etwas an mir selber, eine Fähigkeit, die ich habe, sowohl auf fachlicher Ebene als auch auf überfachlicher Ebene. Was habe ich da getan? Und einen Bezug zum Thema, zu einer dieser Felder, die wir hier sehen, wahrnehmen können. Bitte fang mal an, auf diesem Blatt Papier Kompetenzen, die du da dir an dir selber wahrnimmst, in Bezug auf Kompetenzen, die du hast, zum Thema Nachhaltigkeit festzuhalten. Dafür hast du die nächsten 4 bis 5 Minuten Zeit. Und es geht um tagtägliches Erleben an deinem Arbeitsplatz mit deinen Kollegen und Kolleginnen. Es geht um Begegnungen mit Menschen, mit denen du zusammenlebst, für die du Verantwortung trägst. Es geht um Momente, wo du in deinem näherem Lebensumfeld spazieren gegangen bist und dir Dinge aufgefallen sind, wo du vielleicht etwas getan hast, wo du jemandem etwas gesagt hast, wo du auf etwas hingewiesen hast. Es geht um Momente, wo du selber zum Produzent, zum Produzentin von Informationen geworden bist, die vielleicht mit einem dieser Felder im Zusammenhang gestanden sind. Ich muss das ein bisschen anders lösen. Bitte noch weiter sammeln. Noch sammeln, was fällt dir da noch ein, was ist dir begegnet, wo hast du dich in den letzten 2 Wochen als kompetent erlebt? Gut.
Okay, wir werden jetzt dann gleich uns Kompetenzen einander sichtbar machen. Und genau, dazu werde ich gleich nochmal meinen Bildschirm freigeben. Genau, und zwar habe ich in der Zwischenzeit ein Padlet erstellt. Der Link ist jetzt hier über meinen Bildschirm zu sehen. Also ich bitte dich jetzt einmal, diesen Link einzugeben, also tnsp.de/meineco, also meine Kompetenzen, und du wirst dort auf ein Padlet dann kommen. Ich erkläre dann gleich, wie das geht. Ich lasse jetzt noch den Link eingeblendet, dass das alle tun können, tnsp.de/meineco, also am Ende kein 0, sondern ein O. Und wir werden hier einander Kompetenzen, die wir entdeckt haben, sichtbar machen. Gut, dann hoffe ich, dass alle diesen Link sich angeschaut haben. Und ich gehe auf das Padlet. So, beim Padlet funktioniert so, das ist so eingestellt, dass jeder und jede dort etwas tun kann. Wenn du doppelklickst, dann entsteht dort ein Beitrag und ich fange an mit einer Kompetenz, die ich an mir selber immer wieder wahrnehme in Bezug auf Nachhaltigkeit, das ist Kreativität. Und ich kann meinen Beitrag erstellen und herumverschieben, wie ich will. Du kannst nicht einen anderen Beitrag bearbeiten, sondern nur deinen eigenen. Also irgendwo doppelklicken und dann einen Beitrag erstellen. Und ich bitte dich, Dinge, die du mit uns teilen willst, also Kompetenzen, die du an dir selber entdeckt hast in den letzten zwei Wochen in Bezug auf Nachhaltigkeit, hier zu posten. Genau. Und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Ja, wunderbar. Ich bin begeistert, es funktioniert. Wunderbar, das funktioniert sehr fein. Gerne noch weitere Sachen hier eintragen, die du entdeckt hast. Und wir schauen uns dann ein paar Einträge an. Und ich sehe, dass der Simon hier bei uns als Teilnehmer dabei ist. Das ist schön. Austausch auf der FH mit mir. Oh, das ist auch moi. Ich bin begeistert. Warten wir noch, dass da noch Menschen sich beteiligt haben an diesem gemeinsamen Prozess. Ah, das ist spannend. Einer arbeitet in Internet of Things. Sehr cool. Sehr fein. Warte mal, Silvia.
So. Bauernmarkt statt Billa, das gefällt mir. Das ist sehr hübsch. Gut, wunderbar. Vielen Dank für die Einträge. Und schauen wir uns einmal ein paar Sachen an, die da aufgetaucht sind. Da haben wir zum Beispiel drinnen eben so das Thema der Mobilität. Also das bedeutet, dass wenn ich jetzt mit Studierenden zum Thema Nachhaltigkeit diskutiere, in eine Lehrveranstaltung sie einbeziehe, kann ich immer auch die Frage stellen, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Wie kommst du wieder zurück an Orte, wo du nicht nur lebst, sondern vielleicht auch deine Freizeit verbringst oder wo du Menschen triffst, die dir wichtig sind? Also das als großes Thema. Und natürlich geht es da um alle Aspekte, die Planung betreffen. Also was für mich jetzt da drinnen steckt, was ich jetzt hier mir erlaube hinein zu interpretieren, ist das große Thema der Dorf- und Stadtentwicklung. Und gerade zum Thema Dorf- und Stadtentwicklung gibt es ganz, ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte, die jetzt zum Beispiel mit Sachen zu tun haben wie mathematische Gleichungen, wie das Erstellen, wie das Interpretieren, wie das Teilen von Statistiken. Bei Stadt- und Dorfentwicklung geht es um die Wahrnehmung von verschiedenen Zielgruppen, die es eben in einer Bevölkerung gibt. Da geht es um das Thema Migration, da geht es um das Thema Menschen mit Migrationshintergrund. Und da merkt man schon, was da alles eben an so einem Begriff wie Mobilität dranhängen kann. Und dann ebenso auch die Entscheidung, weil da steht Life on Land, als Mensch, der die sich als Vegetarier, Vegetarierin oder Teilzeit-Vegan Lebender interpretiert. Also wir haben ja zum Beispiel bei uns einen Studiengang, der sich zum Thema Diätologie beschäftigt, aber auch in allen anderen Lehrveranstaltungen kann es immer wieder um das Thema gehen, wie ernähre ich mich, wie sind bestimmte Nahrungsmittel zusammengesetzt, wie schauen ihre Produktionsbedingungen aus, wie werden sie derzeit vermarktet, wie werden sie angekündigt, wie schaut das aus mit Förderungen, die es da gibt oder nicht gibt. Da kann ich auch wieder mit dem Thema arbeiten, mit Statistiken, da kann ich arbeiten. Also wir haben ja auch zum Beispiel ein Studium zum Thema Smart Engineering, wo es eben, weil das auch davor kommt, um dieses Internet of Things vorkommt, also wo die Frage ist, wie kann ich das nutzen, dass es dass ich eben Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bieten, nutzen. Was haben wir dann hier noch drinnen? Wir haben hier Responsible Consumption in mehrerer Hinsicht, also von wo beziehe ich Dinge, die ich für meinen Alltag brauche, für meinen Beruf benötige. Dahinter stecken dann so Fragen wie, wo haben überhaupt Menschen Zugang auf bestimmte Dinge, die sie für ihr Leben brauchen, die sie für ihre Ausbildung brauchen, die sie für ihre Weiterbildung brauchen, die sie für die Gestaltung ihres Alltags benötigen, die sie benötigen, um bestimmte Aspekte ihres Lebens überhaupt umsetzen zu können und eben von wo kommen die, wie werden die hergestellt, mit welchen Ausgangsmaterialien, wie schauen die Lebensbedingungen von Produzenten und Produzentinnen aus, was bedeutet zum Beispiel faire Marktbedingungen, letztens habe ich das auch mit einer Kollegin diskutiert, was heißt nachhaltiges Anlegen von oder was, also im Sinn von Geld, was ist ein nachhaltiges Konto, was ich brauche, um Responsible Consumption überhaupt betreiben zu können. Also das sind dann alles Themen, die hier zusammenhängen. Also und wenn wir uns hier weiter damit auseinandersetzen, werden wir noch mehr Dinge merken. Was mir jetzt auffällt, ist, das sind Themen, mit denen ihr gearbeitet habt. Das finde ich sehr gut und ich möchte dich jetzt nochmal fragen und nochmal bitten, wenn du
dir Dinge anschaust, die du jetzt hier in dieses Padlet eingetragen hast, welche Kompetenz, welche Fähigkeit hast du an dir selber entdeckt, wie du dich zum Beispiel beschäftigst, wie du zum Beispiel Netzwerken betrieben hast? Also welche Kompetenz von dir ist da besonders für dich persönlich sichtbar geworden? Ich bitte dich, das nochmal zu ergänzen. Du kannst bei Padlet, wenn du beim Eintragen auf diese drei Punkte klickst, dann kannst du dir eine Farbe aussuchen. Vielleicht nimmst du dir jetzt für diese Kompetenzen andere Farben, damit sich das auch deutlich abhebt von den anderen Beiträgen. Also bitte nochmal so eine Ergänzung. Die Sachen, die da sind, die sind alle gut und wichtig und fein und zeigen uns, in welche Richtung eben Denken und Handeln zum Thema Nachhaltigkeit gehen kann. Was jetzt gefragt ist, welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten hast du bei dir entdeckt, wie du das, was du hier beschrieben hast, gemacht hast, an dir selber entdeckt? Bitte nochmal ergänzen. Weil Kreativität ist schon so eine Kompetenz, so eine Schlüsselkompetenz, aber was hast du an dir selber für Kompetenzen noch wahrgenommen? Bitte noch ergänzen. Vielleicht mit einer anderen Farbe, Entschuldigung. Also zum Beispiel eine Person, die einen Campus-Talk zum Tag der Nachhaltigkeit im Campusradio gemacht hat, welche Kompetenz hast du dir bei dir da entdeckt? Genau, meine Begeisterungsfähigkeit, sehr gut. Was noch? Genau. Schnelle Aufnahmefähigkeit, sehr fein. Was noch? Was hast du noch entdeckt bei dir selber? Welche Fähigkeit? Simon, du hast auch eine Kompetenz bei dir entdeckt, das weiß ich. Wen haben wir da noch? Armin, du hast auch eine Kompetenz bei dir entdeckt. Helmut, Alexandra. Lukas, was hast du noch für eine Kompetenz bei dir entdeckt? Empathie, sehr schön. Was noch? Sehr gut, Ideen zusammenführen und über den Tellerrand denken. Sehr gut, jetzt kommen wir der Sache noch deutlich näher. Ich merke auch, dass meine unpackbar großartige Kollegin, die Kathi, auch da ist. Die kann das da auch beitragen. Welche Kompetenz, Kathi, hast du an dir entdeckt in Bezug auf Nachhaltigkeit in den letzten zwei Wochen? Durchhaltevermögen, jawohl, so ist es. Sehr gut. Gerne noch ergänzen. Was hast du noch an Kompetenzen in Bezug auf Nachhaltigkeit bei dir entdeckt? Der Link zum Padlet ist im Chat. Wer den Chat nicht sieht, tmsp.de/meineco. So. Strukturiertes Denken, schnelle Aufnahmefähigkeit, sehr gut. Vernetzen, strukturieren und weiterdenken. Genau so ist es. Wunderbar. Und das, was auch als Arbeitsschritt, was wir jetzt hier machen können, ist, schau mal auf Kompetenzen, die andere Personen geschrieben haben oder die andere Personen gerade schreiben. Und wenn du die anschaust und denkst dir, hey, das kann ich doch auch und diese Fähigkeit habe ich doch eigentlich auch, die habe ich schon mal in meinem Leben an einem bestimmten Punkt schon mal im Einsatz gehabt.
bei den Kompetenzen, das ist so wie bei einem Kleiderschrank. Da sind Dinge drinnen, da gehe ich davor hin und denke mir, was brauche ich am heutigen Tag, und suche mir was aus, was ich mir heute anziehe. Und so kann ich dann auch Kompetenzen sehen. Also das sind nicht unbedingt Dinge, die ich jeden Tag 24 Stunden, 365 Tage oder 366 Tage im Jahr benutze, sondern das sind in dem Fall Kleidungsstücke, also Kompetenzausstattungsstücke, die ich mir aus meinem Kleiderschrank rausnehmen kann und eben benutzen kann, um dann in meinem Leben, in meinem Alltag etwas zu bewegen, weil ich auch inspiriert, angestoßen, begleitet, herausgefordert bin durch das, was in Lehre passiert. Also bitte einfach auch mal bei den Kompetenzen, die anderen geschrieben haben, hineinschauen, oh, das kenne ich doch auch bei mir selber, das habe ich schon mal in meinem Leben an einem Tag gemacht und habe mich dabei selber überrascht und mir gedacht, boah, hey, was ich alles drauf habe. Und warum ich das auch mit euch gemacht habe, diese Vorgangsweise, weil es zeigt, wie Lernen und Lehren zum Thema Nachhaltigkeit ausschauen kann. Also ich bin mir ganz sicher, dass wenn ich zum Thema Lehren und Lehren zum Thema Nachhaltigkeit arbeite, dass ich eben immer wieder daran ansetzen muss, Menschen dabei zu unterstützen, mit ihren Kompetenzen umzugehen. Und dazu möchte ich jetzt noch was dazulegen. Und zwar, so, teilen. Es gibt verschiedene Kompetenzmodelle, die dabei unterstützen können, Lehre zu planen und gemeinsam mit den Studierenden immer zu überlegen, also wenn ich mich jetzt in eine Studierende hineinversetze, von wo kommst du, wo stehst du jetzt, was möchtest du in deinem Leben, an welchen Sachen möchtest du noch arbeiten? Und da gibt es zum einen sehr, sehr hilfreich und sehr spannend und sehr inspirierend ein Kompetenzmodell aus der Schweiz von einer Institution, die sich Education 21 nennt, wo auch eben Hochschulen involviert sind, wo verschiedene Aspekte von Kompetenzen in Bezug auf Nachhaltigkeit dargestellt werden. Und da geht es jetzt, das hat jetzt verschiedene Aspekte sozusagen. Und zwar auf der einen Seite kannst du ein Kompetenzmodell, und ich stelle gleich noch ein anderes Kompetenzmodell vor, dabei unterstützen, dass ich als Lehrender, als Lehrende meine Lehre kompetenzorientiert planen kann. Planung bedeutet, dass ich jetzt ein Learning-Outcome formuliere und dabei und mir überlege zum Beispiel, wie kann ich, also wenn ich das so formuliere, Studierende sind dazu fähig, vernetzt zu denken. Das ist zum Beispiel, wäre so ein Learning-Outcome. Und von dem ausgehend zu überlegen, welche Methoden und welche Materialien unterstützen Studierende dabei, zu merken, was können sie schon in Bezug auf diese Kompetenz, wo erleben sie sich momentan und welche Weiterentwicklungspotenziale gibt es für sie. Und dazu richte ich dann auch biete ich verschiedene Methoden, Materialien an, damit Studierende in einer möglichst selbstbestimmten, selbstorganisierten Art und Weise alleine und in Peers, also das heißt zu zweit, zu dritt in Kleingruppen, daran arbeiten können, an verschiedenen Aufträgen, um dabei auch ihre Kompetenzen, wie zum Beispiel eben hier vernetztes Denken und Handeln, weiterzuentwickeln. Das heißt, ich entwickle ein didaktisches Design, das durchgedacht ist von vorne bis hinten, wo ich mit einer möglichst großen Vielfalt an Methoden und Materialien herangehe, um eben diesen persönlichen Weiterentwicklungsprozess voranzutreiben. Und da kann ich eben als Ausgangspunkt, um solche Ziele zu formulieren, natürlich auch immer wieder in einem sehr intensiven Dialog mit den Studierenden, das ist dabei hilfreich. Gleichzeitig kann es aber auch ein Instrument sein, wo ich am Ende einer Lehrveranstaltung oder am Ende eines Moduls oder am Ende eines Studiums gemeinsam mit Studierenden evaluieren kann,
Was hast du für dich weiterentwickelt und welche Kompetenzen hast du dabei entdeckt und welche Ziele hast du erreicht, obwohl sie eigentlich als solche nicht formuliert waren? Da ist zum Beispiel jetzt so ein Raster, wie wir ihn hier sehen, mit diesen, Mehr-Eck-Dingens da, wo es um Antizipation, Kreativität, Verantwortung und so weiter geht. Also wo habe ich Dinge dazu gewonnen? Also das ist ein Kompetenzmodell, von dem ich ausgehen kann. Und ein zweites, was wir als sehr hilfreich erleben, ist das Entrecomp von der Europäischen Union. Das ist wirklich auch ein sehr umfassendes Kompetenzmodell, wo es eben ganz stark auch um die Frage des gesellschaftlichen Engagements geht, um meine Rolle in der Gesellschaft. Also was ist meine Rolle in allen Feldern, wo es jetzt um eine berufliche Tätigkeit geht von mir, in allen Feldern, wo es um meine Ausbildung geht, um allen Feldern, wo es um meine privaten Beziehungen geht, in allen Feldern, wo es um die Weiterentwicklung eines Sozialraums, in dem ich lebe, in dem ich meine Freizeit verbringe, in dem ich meine Beziehungen gestalte. Und da sind eben auch sehr, sehr schöne Angebote drinnen zu dem Thema, ja, woran könnte ich mich da orientieren, wo bestehen in meinem Bildungsprozess Bezüge zu meinem Leben. Ich mag jetzt. Lieber Christian, kannst du deine Folien ganz einblenden? Weil also auch mit Brille tue ich mir ein bisschen schwer. Selbstverständlich tue ich das. Danke. Entschuldigung, bitte. Ich mache nochmal eine Folie zurück und ich teile dann natürlich meine Folien dann auch. Das mache ich dann am Schluss dann nochmal. Also das ist diese Education 21 Kompetenzmodell und das andere ist eben dieses europäische Kompetenzmodell Entrecomp, wo es sehr, sehr feine Materialien geht, die eben auch dabei unterstützen, Lehre zu gestalten, weiterzuentwickeln, in einem intensiven Dialog auf Augenhöhe mit Studierenden gemeinsam zu überlegen, wie kann ich mich da weiterentwickeln. Das bedeutet übrigens auch, und darum freue ich mich umso mehr, dass unsere Fachverantwortliche für den Bereich Hochschulentwicklung heute auch mit dabei ist, dass ich Curricula von Studiengängen so ausrichtet, dass solche Learning Outcomes auch berücksichtigt sind und dass sich dann niederschlägt auf Module und natürlich auf jede einzelne Lehrveranstaltung und im Grundprinzip auf jeden einzelnen Schritt, auf jeden Augenblick meiner Lehrveranstaltung, wo ich mir immer überlege, um welche Kompetenz steht da gerade dahinter. Wenn ich im Hinterkopf habe, dass es in jeder Sekunde einer Ausbildung auch darum geht, zu überlegen, wie kann ich Studierende dabei begleiten, unterstützen, dazu motivieren, sie herausfordern, sich als handelnde Wesen auf dieser Erde zu erleben, die sie auch mitgestalten können zu einem Ort, wo möglichst viele sich einigermaßen wohl und glücklich fühlen. Genau. Mag nur was dazu sagen, was mir auch als ganz wichtig erscheint, in Bezug auf Kompetenzorientierung. Kompetenzorientierung bedeutet, dass wir in einer Welt leben, die immer schon sehr komplex und schwierig und herausfordernd und vielfältig war. Also nicht erst so jetzt, wo wir solche Buzzwords wie VUCA, World, also wo es darum geht, dass wir in einer unsicheren, unplanbaren, chaotischen Welt leben. Das haben wir schon die Urzeitleute, aber jetzt ist es halt möglich, noch intensiver möglich, das wahrzunehmen, sich als vernetzte Wesen wahrzunehmen. Also das heißt, dass was wir hier in Österreich tun, Auswirkungen hat auf Menschen, die auf der ganzen Welt leben. Das merkt man jetzt gerade in dieser Krisenzeit natürlich ganz besonders. Und was dabei leider ein bisschen unterm Tisch fällt, sind Überlegungen, wie es weitergeht mit unserem Klimaschutz, weil die Krise, die wir jetzt gerade erleben, ist auf gut österreichisch ein Lerchalschaß gegen das, wenn wir nicht endlich in die Gänge kommen, um in Bezug auf Klimaschutz wirklich
tragfähige Maßnahmen zu setzen. Und das bedeutet, es geht um hochkomplexe Problemstellungen, wo ich mich mit meinen Kompetenzen dann auch austoben kann, wo ich herausgefordert bin, mit anderen zusammenzuarbeiten, um mich und meine Umwelt weiterzuentwickeln. Bevor ich jetzt auf diese Folie komme, mag ich noch die Möglichkeit geben, zu diesen Kompetenzmodellen und zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe, Fragen zu stellen und mit mir auch in einen Dialog zu treten. Dazu werde ich kurz meine Bildschirmfreigabe stoppen, damit ich da damit ich euch gut sehen kann und den Chat gut sehen kann, mag euch einladen dazu, zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe, Fragen zu stellen. Und natürlich geht es jetzt nicht nur darum, Lehrveranstaltungen zu gestalten, sondern auch darum, wie kann ich in meinem Unternehmen, in meinem privaten Umfeld Informationen für andere Menschen zugänglich und machen, so dass sie sich als handelnde, selbstbestimmte, fähige Menschen erleben, die in ihrem Leben etwas bewegen können. Ich möchte euch dazu einladen, Fragen zu stellen oder vielleicht auch Erlebnisse, die ihr in eurem Unterricht schon gehabt habt, zu teilen. Gerne sich zu Wort melden und bei den Questions und Answers hineinschreiben. Das ist jetzt der Moment, wo du was eingibst. Bitte Fragen, die da auf euch kommen. So, wie schaut's aus? Welche Fragen gibt es da von eurer Seite? Gut, wie das halt so in einem Live-Online-Setting ist, werde ich nicht davor zurückschrecken, auch einzelne Menschen persönlich aufzufordern, sich hier zu melden. So, jetzt schaue ich da mal. Ach, liebe Gott, ist das klein. So. Da gibt es eine Frage. Didaktisches Konzept, Methode, Training und wenn es um Curricula geht, denke ich, dass wir unterschiedliche Ebenen berücksichtigen können müssen. Studiengangsebene geht es um Nachhaltigkeit, explizit didaktisches Konzept, Methode, Training und Lehrveranstaltung, Ebene explizite Lernergebnisse. Was sollen wir auf dieser Ebene berücksichtigen? Okay. Auf der einen Seite, ja, als Studiengangsverantwortliche kann ich mir auch überlegen, die Inhalte, um die es in einem Studiengang gibt, wo gibt es hier intensivere Bezugspunkte zu einzelnen Sustainable Development Goals und kann zum Beispiel sagen, okay, wir beschäftigen uns zum Beispiel mit dem Thema Maschinenbau oder von mir aus IT Security und da könnte ich zum Beispiel sagen, okay, Technikfolgenabschätzung ist eines der Themen, mit dem wir uns auf einer inhaltlichen Ebene auch intensiver beschäftigen müssen. Oder wenn ich jetzt daran denke, dass wir Kollegen und Kolleginnen haben, die sich mit Bahntechnik beschäftigen, dann kann es auch darum gehen, wie schaut es aus mit der Energieversorgung von öffentlichen Verkehrsmitteln, wie schaut es aus mit Zugänglichkeit zu öffentlichen Verkehrsmitteln, wie schaut es aus mit Verkehrsplanung auf einer inhaltlichen Ebene. Ja, also wir haben ja
wenn wir uns Learning Outcomes anschauen, haben wir immer so die fachlichen Dinge, die ich jetzt erwähnt habe. Und dazu kommen dann die überfachlichen Fähigkeiten, wie zum Beispiel, eben wenn wir das jetzt heute schon gehabt haben, dieses vernetzte Denken und Handeln. Und das bedeutet, auf einer Studiengangsebene kann ich mir überlegen, bei welchen Projekten kann sich ein Studiengang, können sich die Studierenden einbringen, um zum Beispiel zu sagen, wenn ich jetzt an einen Studiengang denke, wo es um Diätologie geht, wie kann ich mich bei einem Projekt einbringen, wo es um Zugang zu gesunder Ernährung geht von Personen, die in sozial prekären Situationen leben. Also was kann ich da tun? Ein Stichwort dazu ist Service Learning. Mit Service Learning gemeint sind Projekte, wo sich eine Hochschule gemeinsam mit verschiedenen gesellschaftlichen Stakeholdern zusammentut, um gemeinsam mit denen an gesellschaftlichen Herausforderungen zu arbeiten. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch jetzt das Thema gehabt, dass es Menschen gibt, die in sozial prekären Situationen leben, die eben keinen Zugang zu Nahrungsmitteln haben, und wie kann ich das sicherstellen, dass das passiert. Und da könnte ich eben als Studiengang sagen, als Teil des Studiums gibt es auch so ein Projekt, wo Studierende auch da herausgefordert sind, mit verschiedenen Stakeholdern so ein Projekt zu entwickeln, umzusetzen und zu evaluieren. Und dann gibt es eben so die Ebene von Learning Outcomes in einzelnen Lehrveranstaltungen, wo ich mir überlege, okay, in dieser Lehrveranstaltung lernen die Studierenden zum Beispiel, wie können sie eine Information suchen, wie können sie eine Informationsquelle bewerten und wie können sie Ergebnisse, die sie bei der Recherche dann bringen, so darstellen, dass sie für jemanden anderen wieder zugreifbar sind. Also das wäre so eine klassische überfachliche Kompetenz, die ganz stark mit Zielen, die jetzt zum Beispiel im Entry-Comp oder von Education 21 und den Sustainable Development Goals dargestellt sind. Also das sind so für mich die Ebenen, die es gibt. Und der Lukas fragt, wie kann die Qualität von Kreativität als Kompetenz bewertet werden? Ja, darf ich die, hört man mich? Ja. Um das nur zu erläutern, das war ja auf dieser europäischen Skala von den Kompetenzen, da war eins davon Kreativität. Mhm. Und da habe ich mich eben gefragt, ja, weil du gesagt hast, damit wird behandelt, wie kann ich mich in die Gesellschaft einbringen, wie kann ich mich engagieren, aber wie wird jetzt, bei den anderen Dingen war mir klar, okay, wenn ich das mache, dann bringt das was, aber bei Kreativität ist mir nicht ganz klar, von welcher Art von Kreativität nutzt der Gesellschaft was. Das ist ja gar nicht. Also Kreativität hat natürlich ganz viele Dimensionen, und ich denke hier darum, dass wir eben angesichts der aktuellen Situationen dazu herausgefordert sind, auch unorthodoxe Vorgangsweisen zu finden, innovative Ideen zu kreieren, die eben Lösungen zu hochkomplexen Themen bringen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an unser iLab, wo Studierende ein ganzes Semester lang an gesellschaftlichen Herausforderungen und Fragestellungen arbeiten und miteinander einen sehr auch kreativen Prozess sich nicht nur Methoden, sondern auch Vorgangsweisen und Materialien überlegen, wie sie eben an ein Problem herangehen können. Also Kreativität kann gemessen werden an meiner Vorgangsweise, wie ich gemeinsam mit anderen zu bestimmten Themen nachdenke. Und das, meine, natürlich, wenn ich jetzt an der Ebene Learning Outcomes denke, ist es immer wieder auch wichtig nachzudenken, wie kann ich Studierende dabei unterstützen, um selber zu sagen, okay, wenn ich jetzt an meine Fähigkeit der Kreativität denke, bin ich gestartet von, habe mich weiterentwickelt dorthin, und Weiterentwicklungspotenzial ist noch. Also alle Prüfungsschritte, alle Assessment-Schritte, die ich im Rahmen eines Studiums mache, dienen ja hoffentlich hauptsächlich auch dazu, Studierende aufzuzeigen, welche Weiterentwicklungspotenziale sie noch haben. Und dazu ist für mich ein Mix wichtig an Self-Assessment, also dass ich selber mir sage, okay, wenn ich jetzt Kreativität an verschiedenen Parametern festmache, wie zum Beispiel das Finden von völlig ausgeflippten Ideen, wo nehme ich mich da jetzt wahr, welche Schritte habe ich da durchlaufen und was ist für mich noch offen, da gibt es eine Self,
also ein Self-Assessment, eine Selbstrückmeldung, eine Rückmeldung, die ich von anderen Studierenden bekomme, ausgehend von einem Kriterienkatalog, der gemeinsam entwickelt wurde, ist, und eine Rückmeldung von einer Lehrenden, wo ich auch nochmal Orientierungspunkte gebe, wie könnte ich jetzt meine Kreativität weiterentwickeln. Weil natürlich ist jeder Mensch hat die Fähigkeit, die Kompetenz der Kreativität, und jeder Mensch kann sie auch weiterentwickeln und kann sich als Person erleben, die eben nicht nur von A nach B denkt, sondern zwischen A, K und Z eine Verbindung herstellt, auf eine Weise so, dass sie etwas ermöglicht, was bisher als unmöglich oder unmachbar erschien. Ich hoffe, Lukas, dass das ein Stück weit deine Antwort bearbeitet. Dann haben wir noch eine Frage. Sind Kompetenzen bezüglich Nachhaltigkeit mit den sogenannten Future Work Skills gleichzustellen? Also im Entry-Comp kommt das Wort sogar Future Work Skills auch vor. Was mir ganz wichtig ist, also ein Studium, eine Hochschule kann auf keinen Fall nur das Ziel haben, dass dann am Ende Menschen herauskommen, die möglichst gut am Arbeitsmarkt funktionieren. Das kann und darf nicht das einzige Ziel sein. Natürlich ist es ganz essentiell, dass ich Menschen dabei unterstütze, dass sie ihre Fähigkeiten auf fachlicher und überfachlicher Ebene so weiterentwickeln, dass sie dann selbstbestimmt und selbstbewusst zu einem Arbeitgeber, einer Arbeitgeberin gehen können und sagen, hey, schau, was ich alles drauf habe, was ich alles kann, und ich bin genau der, die Richtige für diesen Job. Das ist überhaupt keine Frage. Und dann in diesem Job brillieren kann und dort was weiterbringen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Gleichzeitig geht es eben aber auch darum zu sagen, diese Future Skills, die dürfen jetzt nicht nur ihren Fokus haben auf dem Arbeitsmarkt oder auf wirtschaftliche Aspekte. Das ist übrigens eine Schwäche vom Entry-Comp, dass da der Fokus schon sehr stark auf diese wirtschaftlichen Aspekte gelegt wird. Darum habe ich auch jetzt auch von Education 21 noch Kompetenzmodell dazugelegt, weil dort das andere sozusagen auch eine Rolle spielt, sondern eben wo es um meine Rolle in der Gesellschaft geht, als handelnde Person in meinen persönlichen Beziehungen, als handelnde Person in meinen Lebensumfeldern, wo ich etwas tun und bewirken und handeln und werken kann, wo ich mich als Person weiterentwickle. Also ein Ziel von gut ausgerichtet, von kompetenzorientierter Lehre, wo es um das Thema Nachhaltigkeit geht, ist, dass ich mich immer stärker als Person erlebe, die an lebensbegleitendem Lernen interessiert ist, also die sich ständig weiterentwickelt und Dinge, die in meinem Umfeld passieren, nicht als gegeben wahrnimmt, sondern als veränderbar, wo ich eben jetzt mich nicht nur am Abend meines Tages zurücklehnen kann und mein wunderbares Leben genießen kann, sondern wo ich mir überlege, welchen Personen in meinem Umfeld geht es jetzt momentan nicht so fantastisch und was kann ich dazu bewirken, dass sich das verändert? Oder wo sehe ich Gefahren für diesen Ort, wo ich jetzt lebe, und was kann ich dazu tun, dass sie als Gefahren wahrnehmbar und werden und dass wir gemeinsam dafür spannende Lösungen finden, damit sich da etwas verändert? Also um solche Fragestellungen geht. Also ja, es hat was zu tun mit Future und Work Skills, aber es darf eben nicht nur um Work gehen, sondern eben auch um alle Lebensfelder, in der ich als Person drinnen bin. Genau. Nachdem ich gemerkt habe, da war ich mir jetzt zwischendurch nicht hundertprozentig sicher, ob Menschen was sagen können, mag jetzt noch eine Folie dann einbringen. Und zwar, warte mal. Ein wichtiger Punkt ist, dass es in Bezug auf Kompetenzorientierung und Nachhaltigkeit und Lehre und Lernen dazu ist, dass ich auch bei mir selber als Lehrende anfange. Also sich immer die Frage zu stellen, welche Lernziele habe ich schon formuliert oder bediene ich durch meine Lehre in Bezug auf die Bildung für nachhaltige Entwicklung, abgekürzt BNE?
Also, und da ist es sehr hilfreich, auf eine selbstwertschätzende Weise auf das zu schauen, was ich da schon bewegt und gemacht habe, also auf Dinge, die mir da gelungen sind, auf Themen, die ich da schon eingebracht habe. Das erfahre ich vor allem auch dadurch, dass ich mit meinen Studierenden in einem ständigen, intensiven, rollenden Feedback drinnen bin, also nicht am Ende erst eine Ampel-Evaluierung mache, sondern immer wieder zwischendurch in einen Dialog komme mit Studierenden und sie auch frage, wenn du jetzt an das Learning Outcomes X denkst, wo erlebst du dich auf einer Skala von 1 bis 10 und zum Beispiel mit einer anonymisierten Darstellung das sichtbar zu machen, und mir ausgehend davon immer wieder die Frage stelle, was kann ich in meinem Unterricht noch fördern, noch herausfordern, noch initiieren. Ganz wichtig erlebe ich dabei, nicht als einzelne Person zu handeln, weil da ist es sehr schnell, dass der Frust auftaucht und einem die Energie auftaucht. Also ich persönlich bin zum Beispiel in einem Netzwerk mit Menschen drinnen, die von anderen Universitäten drinnen sind, mit der Hochschule Luzern, mit der Universität Göttingen und mit anderen Institutionen, wo ich eine Gruppe habe, mit der auch zum Beispiel jetzt diese Präsentation hier entstanden ist und eine Linksammlung, wo ich den Link dann gleich zeige. Also wo ich immer wieder in Intervision mit anderen Lehrenden gehe und darüber diskutiere, was ist mir gelungen, wo möchte ich mich noch weiterentwickeln. Und wenn ich jetzt all diese großen Dinge, Themen der Sustainable Development groß sehe, wovor habe ich Angst? Wie gehe ich mit meiner Angst um? Wie geht das, wenn ich in meiner Lehre mit Ängsten von Studierenden in Bezug auf diese sehr herausfordernden Themen konfrontiert werde, mit Resignation, mit Apathie, mit Gefühlen eben nichts bewirken zu können? Und eben als zentrale Frage dazu auch, was sind meine Ressourcen und Netzwerke, um mit krisenhaften Situationen umzugehen und eben nicht in diese Schockstarre zu verfallen. Also das möchte ich jetzt noch dazugeben als Reflexion für dich selber, wobei du kannst das jetzt nicht nur auf Lehre beziehen, sondern überhaupt auf dein Leben. Und da kannst du jetzt statt Lernziele dazugeben, also Ziele, die, was möchtest du in deinem persönlichen Umfeld bewegen, voranbringen, was kann ich in meinem Alltag fördern, durch mein Handeln, / nicht Handeln, was kann ich da tun und mit wem kann ich mich da zusammentun, damit mir eben die Energie beim Handeln nicht ausgeht und um mich da voranzubringen. Und ich habe eben gemeinsam mit anderen Personen diese Linksammlung gestaltet, wo sich verschiedenste Hinweise dazu finden, wie schaut jetzt Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Lehre aus. Da gibt es sehr, sehr viele Materialien, die als Ausgangspunkt helfen. Da gibt es auch umfassende, eine eigene Sammlung zum Thema Kompetenzorientierung und Nachhaltigkeit. Diese Linksammlung ist natürlich so gestaltet, dass da jeder und jede sich dazulegen kann. Also, und ich mache meinen Bildschirm wieder groß, Entschuldigung. So, jetzt. Genau. Also diesen Link gerne folgen und gerne hier ergänzen. Ja, jetzt nochmal so die Einladung zu dem, wo wir da gearbeitet haben, Fragen zu stellen. Ich mag nochmal auf was hinweisen, wie ich heute selber hier vorgegangen bin. Ich habe ein bisschen was vorgelegt und habe dann die Frage gestellt mit euch gemeinsam, wo erlebst du dich selber als Kompetenz und in den letzten 2 Wochen, was hast du erlebst? Also das ist zum Beispiel eine Vorgangsweise auch im kollaborativen gemeinsamen Tun, die ich in jede Lehrveranstaltung immer wieder einbauen kann, als ein Element, um eben Lehre zum Thema kompetenzorientiertes Leben und Handeln, nachhaltiges Handeln einzubauen. Also darum habe ich das auch so gemacht. Und jetzt gerne einfach nochmal, möchte ich gerne nochmal im Dialog mit euch kommen und euch einladen, Fragen zu stellen, mit mir zu diskutieren und zu überlegen, was wir da jetzt dann noch tun und lassen können. Bitte gerne Fragen.
Gut, ich habe jetzt keine Frage, aber ich würde gerne mal, also in der Präsenz würden wir jetzt klopfen oder klatschen. Na, da kann man diesen hier machen. Input. ich bin ja ein Fan von diesen Sustainable Development Goals und danke auch, dass du die alle 17 eingeblendet hast, weil ich habe jetzt keine Frage, es ist eher ein Kommentar. Ich glaube, dass in so vielen Lehrveranstaltungen mindestens eines dieser Goals angesprochen wird und zumindest implizit ein Thema ist. Und dass es aber ganz wichtig ist, das auch ins Bewusstsein zu rufen. Ja? Und deswegen finde ich das wichtig, das auch sichtbar zu machen und würde mir ja wünschen, dass alle unsere Forschungsprojekte und Lehrveranstaltungen dann bei ihren Inhalten auch eines dieser Icons dabei hat, einfach um es ins Bewusstsein zu rufen. Ja, und nochmal, die Silvia Odware hat sie in den Chat auch reingeschrieben, nachdem diese Einheit ein Workshop ist, können die Mikros auch laut geschaltet werden und auch eben im Chat die Fragen gestellt werden. Das wäre jetzt noch eine gute interaktive Möglichkeit. Genau. Schauen wir mal, wie wir da an spannenden Menschen da herinnen haben. Ich hätte noch eine Frage, eine Ergänzung zu dem, was ich vorher gesagt habe. Wegen der Kreativität, wenn ich mich nicht täusche, es gab auch eine Sparte für Innovation in diesem. Ja. Was ist da jetzt der Unterschied? Führt nicht die Kreativität eigentlich zur Innovation und ist nicht die Innovation das Endziel von der Kreativität? Schöne Frage. Also ich denke mal, da gibt es jetzt keine messerscharfe Trennstelle, wo das eine beginnt und das andere aufhört. Also ich würde es schon auch so sehen wie du, dass Kreativität irgendwann zu Innovation führt. Gleichzeitig kann ich dann bei einer Innovation im Sinn von einer Dienstleistung, einem Produkt, einem Informationsmaterial sagen, wenn ich mir das anschaue, wow, das hat auch kreative Elemente da drinnen, wo ich die Kreativität der Menschen wahrnehme, die das entwickelt haben. Also so würde ich das sehen. Innovation kann aber auch etwas sein, wie eben eine bestimmte Dienstleistung, die ich eben jetzt für Menschen, die keinen Zugang zu Nahrungsmitteln haben, in so herausfordernden Zeiten wie jetzt, wo jemand sagt, wir könnten das so machen, wo wirklich eine Innovation passiert und der Weg dahin eben mit verschiedenen kreativen Schritten vorangetrieben wird. Genau. Ich finde es eine gute Idee, egal zu welchen Lehrveranstaltungen das Thema Sustainable Development Goals durchzudeklinieren. Das regt die Kreativität an, so ist es, ganz genau. Also eben immer wieder Studierenden zu sagen, pass auf, das sind diese Sustainable Development Goals und schaut dir die an, wobei jetzt in den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen auch Aspekte vorkommen, also dass es da auch Sachen gibt, die da noch fehlen. Ja? Also, da kann man auch sagen, eigentlich jetzt, wenn ich jetzt auf an Menschen denke, die ich in meiner persönlichen Umgebung, in meiner Arbeit begegne und auf die schaue, was braucht es da noch? Also was mir zum Beispiel einfällt, wie schaut es aus mit Personen, wo die Anforderung ist, du bist jetzt 50 plus, 60 plus und sollst aber in dem Bereich, wo du arbeitest, noch mindestens 10 Jahre arbeiten. Was heißt Sustainable Development groß jetzt in Bezug auf Personen, die eben 50 plus sind und die weiter am Arbeitsmarkt sich bewegen oder die vielleicht sogar arbeitssuchend sind? Was bedeutet das? Also das Thema fällt mir deswegen ein, weil ich ja auch einen Masterlehrgang für Geragogik unterrichte, wo es eben um Lernen mit Zielgruppen gibt, die 60, 70 plus sind. Also das wäre zum Beispiel ein Thema, das ich jetzt bei den Sustainable Development Goals nicht explizit gefunden habe, dieses Generationenmanagement, um jetzt ein Fachwort zu verwenden.
und wo ich auch eben dazu nachdenken kann in verschiedensten Feldern, was heißt ein bestimmtes Produkt, eine Dienstleistung, eine bestimmte mathematische Vorgangsweise aus dem Blickwinkel von einer Person, die 60, 70 plus ist. Auch eine schöne Fragestellung, die die Lehrveranstaltungen vorantreiben können. Also ich denke mal, es geht eben auch immer wieder um den Perspektivenwechsel, mich hineinzuversetzen in die Lebenssituation von verschiedenen Personen, auch dadurch, dass ich die Orte, wo sie leben, besuche, und zwar jetzt nicht nur im Sinn vom Aquarium, dass ich mal hingehe, quasi an die Scheibe klopfe und hoffe, dass ich da irgendwas bewege und wieder weggehe, sondern mich auf einen wirklichen Dialog einlasse und nicht mit fertigen Lösungen hinkomme, sondern hinkomme, sehr aktiv und intensiv zuhört, das auch aushalte, dass mir dort Menschen vorwerfen, dass durch meine Lebensweise ihre Lebensweise eigentlich nicht so ausschauen kann, wie sie das gerne hätten. Das muss ich auch aushalten und eben in einen Dialog kommen, um gemeinsame Lösungen zu finden, um da was voranzubringen. Gerade in Zeiten wie diesen muss ich mich natürlich auch unbedingt um das große Thema Rassismus auseinandersetzen. Das kommt zwar in den Sustainable Development Goals explizit und implizit vor, aber ist natürlich jetzt ganz ein wichtiges Thema, und von Rassismus sind wir alle betroffen, egal welche Hautfarbe, welche Ethnie, welches religiöses Bekenntnis, welche sexuelle Orientierung haben. Also das ist was, mit dem, wo wir alle Bezugspunkte dazu haben. Und ist gerade jetzt natürlich ein zentrales Thema. Jo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir jetzt noch 10 Minuten Zeit. Ist das richtig, Monika? Ja, das ist richtig. Es gibt noch 10 Minuten, also auf jeden Fall bis 10.20 Uhr ist der Workshop angesetzt. Ja, liebe Monika, dann mag ich dich nochmal fragen, aus deiner Rolle als Kollegiumsleiterin, was glaubst du, was wichtig ist jetzt für eine Fachhochschule wie uns, damit wir eben dieses hehre Ziel, dass wir auch dieses Assert Mission folgen, auch tatsächlich auf die Erde bringen. Was erlebst du als wichtig? Also einfach nicht nachlassen. Ja? Ich glaube, wir haben gute erste Schritte gesetzt. Es wird einfach notwendig sein, laufend bei Curriculumsentwicklungen, Curriculumsüberarbeitungen darauf zu achten, dass die Sustainable Development Goals dort auch explizit Platz finden. Also dass es nicht nur halt irgendwie mitläuft, sondern dass es auch so benannt ist. Ja. Ich hoffe, dass die Aktivitäten weitergehen, weil nur wenn man immer wieder drüber redet und es immer wieder ins Bild bringt, wird sich das in den Köpfen verankern. Es ist ja auch so, dass gut, die Lehrenden sind eine relativ stabile Gruppe, aber die Studierenden wechseln ja alle paar Jahre und da gehen dann Themen auch leicht wieder verloren. Also, dass die FH da dran bleibt. Und ich muss sagen, die Reaktionen, die auf viele der Aktivitäten, die wir gesetzt haben, kommen, werden immer zahlreicher. Und wenn ich daran denke, dass beim Neubau zum Beispiel auch daran gedacht ist, den zertifizieren zu lassen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, dann ist es auch sozusagen von der Geschäftsführung her ein wichtiger Schritt, wobei da ganz viele Details noch nachhaltiger sein könnten, beziehungsweise im Umfeld da noch viel passieren sollte. Aber ich denke, es ist angekommen bis zu dem Punkt, wo ich konkret Angebote bekomme, dass Masterarbeitsthemen, Bachelorarbeitsthemen sich ganz konkret mit Fragen der Nachhaltigkeit beschäftigen sollen. Also einfach dranbleiben, und ich denke mir so, wie wir das heute sichtbar machen. Und ich möchte nochmal auch darauf hinweisen, nicht nur, dass wir heute viele interessante Vorträge haben werden, aber dass am Nachmittag studentische Arbeiten, studentische Projekte
dafür belohnt werden, weil sie sich mit nachhaltiger Entwicklung und Themen, die damit zusammenhängen, beschäftigt haben. Das ist sehr erfreulich und ein gutes Zeichen nach außen, wo ich glaube, dass wir dann auch Studierende in Folge anziehen werden, die das ernst nehmen. Und damit geht dann so eine Entwicklung los, die das immer stärker in den Vordergrund spielt. Ja. Apropos und, Studierende, entschuldige Monika, ja. Ich sehe, dass der Armin Kirchknopf da bei uns ist, der auch in der Hochschullandschaft eine wichtige Rolle spielt. Ich würde das wahnsinnig spannend finden, wenn der Armin sich hier noch zu Wort reden würde. Lieber Armin, kannst du dir das vorstellen? Hörst du uns? Oh Armin. Es ist auch der Lukas Zeiler da, der zu den Studierenden zählt. Und danke. Genauso wie der Armin Kirchknopf einen Preis gewonnen hat, hat auch der Lukas Zeiler, und der hat sich ja schon zu Wort gemeldet. Ja, gut. Nachdem der Armin gerade mich nicht zu hören scheint, frage ich den Lukas nochmal. Lukas, was würde dir persönlich aus Studierendenperspektive dabei helfen, von Seiten einer Institution wie der Fachhochschule St. Pölten, um deine persönlichen Kompetenzen zum Thema Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln? Was würdest du dir da noch wünschen, Lukas? Puh, das ist eine sehr tiefgehende Frage. Ja, darum stelle ich sie ja. soll ja komplex sein und soll ja herausfordernd sein. Also, was ich mir jetzt gedacht habe bei der vorherigen Frage ist, wo es darum ging, wie das Kollegium jetzt das Thema Nachhaltigkeit angeht und was die FH da dafür tut. Ich weiß, dass wir viele, ich krieg das über E-Mails mit, ich kriege das über den E-Campus mit. Was ich aber ganz interessant fände, um das vielleicht ein bisschen visueller und darzustellen, ist, dass man das vielleicht in der Aula wirklich von der FH, dass man da mehr darüber berichtet, was alles getan wird an der FH, weil das ist wirklich der Knotenpunkt. E-Mails liest jetzt nicht jeder immer, oder E-Campus gibt es auch Leute, die da seltenst reinschauen. Aber wenn es wirklich im Gebäude der FH sozusagen eine Wand gibt oder einen Screen, der immer da ist oder der einfach zeigt Projekte, die gemacht werden von Studierenden oder von Lehrenden, egal, oder was es eben von der FH aus für Aktionen kommt, das ist mir jetzt nur eingefallen, das finde ich ganz cool. Sehr schöne Idee, und wir haben das ja auch schon teilweise versucht, rund um so Aktionen, die Fridays for Future gesetzt haben, wo ja auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der FH St. Pölten sich beteiligt haben. An den Demonstrationen haben wir auch eben Pinnwände in der FH aufgestellt, und ich denke, ich sehe das auch so, das könnte durchaus auch ein Dauerpunkt sein, um sichtbar zu machen, was die FH St. Pölten in Bezug auf Nachhaltigkeit tut und auch einlädt, Ideen einzubringen, weil eben Lernen und Lehren zum Thema Nachhaltigkeit lebt ganz essentiell vom Dialog auf Augenhöhe und eben fordert auch eben, wie ich jetzt gerade Lukas auch herausgefordert habe, mit komplexen Fragestellungen auch auf zu sagen, was hast du noch für eine Idee, was könntest du noch tun oder lassen? Also das gefällt mir sehr gut. An dieser Stelle möchte ich nochmal hinweisen auf einen Aspekt, der jetzt schon angeklungen ist. Ich verstehe mich als Teil der Scientists for Future in Österreich. Scientists for Futures ist eine Organisation, die entstanden ist, nachdem Fridays for Future begonnen hat, durch Demonstrationen auf der ganzen Erde, wo Kinder und Jugendliche, Schüler und Schülerinnen auf die Straßen gegangen sind und gesagt haben, so kann es mit unserer Zukunft nicht weitergehen, wir müssen konkrete Schritte setzen, also vor allem auch in Bezug auf den Klimaschutz. Und da haben sich dann Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus allen möglichen Sparten angeschlossen und gesagt haben, ja, wir tragen diese Forderungen und diese Ziele der der Fridays for Future Bewegung mit. Und da gibt es eben die Scientists for Future, die jetzt auch eine eigene Website in Österreich haben mit scientistsforfuture.at. Kann ich sehr empfehlen, wo sich eben auch sehr viele Hintergründe gerade zum Thema Klimaschutz finden
Und mein persönlicher Beitrag ist halt dazu, weil ich bin jetzt kein Klimaforscher natürlich, mein persönlicher Beitrag erlebe ich dazu auf der einen Seite, dass ich mich eben im Feld der Hochschuldidaktik immer wieder mit diesen Themen beschäftige, auch auf einer forschenden Ebene und gleichzeitig zu meiner Lieblingsmethode den Einsatz von Improvisationsmethoden, wo ich meine Dissertation gerade abgeschlossen habe, eben gerade zum großen Thema Kreativität denke und Handelnde, also gerade diese theatralen, kreativen Herangehensweise unterstützen Menschen dabei, sich selber als Selbstwirksamkeit, selbstwirksam zu erleben, auszusprechen, was sie gerade betroffen macht, wo sie sich als eben in der Schockstarre erleben und wo Menschen dabei auch unterstützt werden, Handlungsoptionen zu entwickeln, auszutesten und dann zu reflektieren, wie es ihnen dabei gegangen ist. Und darum sehe ich mich auch als Scientist for Future und lade natürlich auch alle ein, die hier sind, dieses wichtige Anliegen mitzutragen. Was mir auch noch wichtig ist, wenn jetzt hier Menschen dabei sind, die in irgendeinem Sinn sich selber als Personen erleben, die in der Erwachsenenbildung tätig sind, die in der Lehre tätig sind, wer auch immer jetzt dabei ist und sagt, wie mache ich das jetzt genau? Du kannst jederzeit an mich, ich bin auf der FH St. Pölten sehr einfach zu finden, deine Überlegungen, deine Konzepte schicken und sagen, bitte Christian, gib mir dazu eine Rückmeldung. Ich bin auch sehr, sehr gerne bereit, mit dir gemeinsam über deine Lehrveranstaltung nachzudenken. Nicht, weil ich so viel gescheiter bin wie du, sondern weil halt einfach mehrere Köpfe mehr tolle Ideen haben und ich auch aus einer großen Erfahrungskiste zurückgreifen kann, um dich zu inspirieren. Also auch diese Option gibt's. Und natürlich sind auch bei Skill, also bei deinem Zentrum für Hochschuldidaktik an der Fachhochschule St. Pölten, sehr, sehr herzlich Studierende willkommen, um sich hier einzubringen. Ich mag an der Stelle auch darauf hinweisen, dass es im Oktober den Tag der Lehre gibt, wo wir auch das Thema Nachhaltigkeit immer wieder drinnen haben und dass es im Februar die Konferenz Inverted Classroom und Beyond geht, wo es nicht nur, also wo es um Hochschuldidaktik eben einen sehr umfassenden Sinn gibt und wo es ebenso auch eben um Bildung für nachhaltige Entwicklung gehen wird als wesentlichen Themenaspekt. Ja, ich darf mich ganz herzlich bedanken für die Einladung hier und dass ich hier die Möglichkeit gehabt habe, diesen Workshop zu gestalten. Danke an alle, die sich hier aktiv eingebracht haben. Gerne den Links, die ich hier geteilt habe, folgen und gerne beitragen. Und wie gesagt, ich freue mich über alle Fragen, Anliegen, die zu mir kommen, zu Menschen, die sagen, lass uns was gemeinsam tun. In diesem Sinne, alles Gute, passt auf euch auf.